Hallo zusammen. Hören Sie mich? Wir haben ein neues Branding angekündigt letzte Woche, so deswegen sind wir nicht mehr InterZero, sondern InterZero. Habe ich mir viel Arbeit gegeben, weil ich musste den Präsentation ganz in neuen Outlet vorbereiten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, ich bin keine Deutsche, ja, deswegen tut mir sehr leid für meinen grammatikalischen Fehler. Erstens, zweitens, ich bin eine Frau, spreche ich sehr viel und sehr schnell, aber ich werde versuchen, mich wirklich auf den 15 Minuten zu halten, sodass können auch den anderen Referenten in den richtigen Zeitpunkt den Präsentation vorstellen. Vielleicht, wann ich starte, ich wollte jetzt nicht wiederholen, was heute schon mehrmals gesagt wurde. Ich wollte mich aber nur fokussieren auf die Tatsache, dass es ist ein falsches Wahrnehmung auf dem Markt, dass wir haben genügend Abfall. Wir haben absolut nie genügend Abfall. Wir haben viel zu wenig Abfall. Und die Nachfrage zum heutigen Tag, es ist so extrem, dass verrate ich Ihnen ein kleines Haus, intern Geheimnis, wir sind komplett ausverkauft. Nicht für dieses Jahr, sondern auch schon für nächstes Jahr. Und genau deswegen, es ist wirklich extrem wichtig, dass was wir als Abfall bei uns im Haus verarbeiten, auch so verarbeitet ist, dass das eine gute Qualität ist. Weil es ist jeden Gramm, das geht verloren, ist ein verlorenes Material. Und natürlich ist es extrem wichtig, dass wir sprechen über die realistischen Qualitäten und über die realistischen Möglichkeiten, was in Recycling funktioniert. Und wir sind im Markt bekannt als die Firma, die immer die Wahrheit sagt. Es ist nicht immer beliebt, aber wenn es etwas geht nicht, dann sagen wir auch, Entschuldigung, das macht keinen Sinn. Weil es ist sehr oft, dass wir von den großen Namen gefragt wurden, ob können wir aus unseren PCR-Leitverpackung ein weiß, ein transparent, ein Lebensmittel zugelassen Material produzieren? Nein, wir könnten nicht. Das ist einfach der Fakt. Wir sind ein von den wenigsten, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa weit, dass die diesen Privileg haben. Wir betreuen Material durch den ganzen Lebenslang. Mit unseren Lizenzverträgen haben wir einen direkten Zugriff zum Material. Wir sammeln Material, wir sortieren Material, wir extrudieren Material, wir entwickeln die Rezepturen, wir kompoundieren Material und wir verkaufen Granulat. Natürlich sorgen wir dafür, dass diesen Granulat auch in den zweiten, dritten, fünften Leben recyclingfähig ist. Weil früher oder später landet das wieder bei uns und es ist eigentlich nicht wegen Gesetzgebung, sondern es ist uns extrem wichtig, dass diesen Endprodukten auch recyclingfähig sind, weil sonst sind wir konfrontiert mit der Tatsache, dass können wir nicht genug Material dann anbieten. Die Erfüllung von Materialqualitätserwartungen von den Kunden zum Vergleich mit den realistischen Möglichkeiten, es ist wirklich sehr oft eine extreme Herausforderung. Weil es ist so, als ich schon gesagt habe, die Wünsche, das sollten wir etwas dem anbieten, was die brauchen, weil die haben schon immer ein bestimmtes Blau oder ein bestimmtes Rot. Das ist in den LVP von Post-Consumer-Material ab und zu ein bisschen schwierig. Oder aber, es ist natürlich immer möglich, nur die Frage ist, ob das wirklich nachhaltig ist. Und das ist das, was eigentlich diesen Punkt ist. Was ist nachhaltig und was ist Greenwashing? Was ist das, was wirklich Mehrwert in Recycling generiert? Und das ist das, wünsche ich mich mal, produzieren wir. So, wir machen immer den ganzen Prozess zusammen mit unseren Kunden und versuchen dem das zu versprechen und das zu verkaufen, was eigentlich könnten wir nicht nur in einem LKW, nicht nur in 100 Tonnen, sondern wirklich in 1000 Tonnen liefern, in denselben stabilen Qualität. Weil es gibt kein schlechtes Abfall. Es ist aber wirklich wichtig, dass der Abfall immer wieder dieselben schlecht ist. Weil es muss immer dieselbe Qualität eigentlich haben. Und das ist das, was eigentlich unseren Kunden wirklich hilft.
Es kommt immer wieder die Frage, könnten wir aus den LVP tatsächlich etwas produzieren, was Kundenwünschen erfüllt? Und wie geht das? Grundsätzlich haben wir einen ganz anderen Ansatz und das promovieren wir schon bei den Jahren. Wir haben kein Standardproduktportfolio. Es gibt bei uns kein Standardmaterial, sondern jeden einzelnen Granulat, das bei uns produziert wurde, es ist kundenspezifisches Material. So, das heißt, wir sprechen mit dem Kunden über deren Endwünschen und Endwünschen sind nicht den technischen Datenwerten auch ein Datenblatt, weil natürlich die Kunden, und das wissen die allen Recycling, die haben immer noch wie vor 10 Jahren ein bisschen Skepsis und die kommen mit dem technischen Datenblatt für ein einfaches Produkt, das komplett überingeniert ist, weil die wollen auf die sichere Seite sein, das wurden ein Recycler tatsächlich etwas dann verkaufen und liefern, was deren technischen Anforderungen entspricht. So, unser Ansatz ist so, wir sprechen mit Kunden mit deren Endprodukt, egal ob jetzt das ein Designstuhl ist oder ein Korb oder ein Eimer oder egal was schon produziert wird. Und wir schlagen vor, was für einen technischen Eigenschaften sollte so ein Material haben, das können die dann ein Designstuhl, eine Korbe, ich weiß es nicht, was aus dem Material oder eine Flasche aus Material produzieren. So, unser Prozess startet endlich am den Diskussion über Endprodukt und dann passen wir den ganzen Prozess zu den Endprodukteigenschaften ein. Das heißt, wir wollen den Sorting so einstellen, wir wollen den Vorbereitung von Material entsprechend anpassen und wollen Extrusion entsprechend anpassen und wollen wir eine Rezeptur entwickeln, sodass dann Material mit in einen bestimmten Fließbereich fließt oder hat eine bestimmte mechanischen Eigenschaften. Für die, das die noch wissen, wir betreiben auch 5 großen Sortieranlagen in Deutschland. Ja, wir sortieren 800.000 Tonnen von den gesamten LVP, das ist ein Drittel von den gesamten deutschen Markt in den schön verteilten 5 Sortieranlagen in den Deutschland. So, das ist das, was ich vorher gesagt habe, das ist unser Vorteil, weil wir können den Prozess in jeder einzelnen Stufe steuern. So, das heißt, wir sind nicht konfrontiert mit einer bestimmten Qualität von den vorsortierten Balen oder einer bestimmten Qualität von Mahlgut, sondern wir könnten bei uns in Haus intern uns auseinandersetzen und sagen und definieren, wie soll dann der Prozess laufen. Was wir alle auch wissen, ist, dass den LVP-Material, es ist etwas und ich wollte sagen nichts, ja, aber mit Augen von einem Chemiker, und ich bin eine Chemikerin, ja, hat ein Polypropylen mit unserem Polypropylen nichts zu tun. In unserem Material haben wir 10.000 verschiedene Typen von Polypropylen, wann schon gut vorsortierten Material haben. Wir haben 10.000 Tonnen von HDPE oder 10.000 Tonnen von verschiedenen Typen von Polystyrol. Das ist ein Problem. Zweites Problem ist, Material ist im ersten Leben degradiert und wir wissen nicht, wie degradiert, weil wir haben eigentlich nicht eine gute Basis zu generieren oder an die Daten zu generieren, was war denn Leben im ersten Leben von Material. Was wissen wir, was meistens Verpackung war? Und wir wissen, das war bis zu 90% Lebensmittel echt. Aber das schließt noch nicht die Situation aus, das landet bei uns in unserem Material etwas, wo eine Flasche war und da war ein Pestizid drin, weil jemand hat das 10 Jahre lang irgendwo in einen Keller gesteckt. Das resultiert sich in Unstabilität von Material. So bedeutet eigentlich, denn Material ist nicht rheologisch stabil. Wir haben ganz unterschiedliche rheologische Eigenschaften. Material hat unterschiedliche mechanische Eigenschaften. Und ehrlich gesagt, Material ist einfach nicht schön. Ja? Es riecht, ja? Es hat keine schöne, attraktive Farbe. Alles das lässt sich kontrollieren natürlich mit einem sehr genau definierten technologischen Prozess, aber auch, das funktioniert nur so, sondern Material braucht auch eine chemische Hilfe. Ganz ehrlich gesagt, es ist so, dass im Großen und Ganzen könnten wir das sehr gut steuern, aber es ist extrem wichtig zu wissen, was die Qualität von Material in allen Stufen ist. Und dafür haben wir in 2016 ein Kompetenzzentrum gebaut. Es ist in Slowenien
Und in diesem Standort entwickeln wir alle Rezeptoren für unseren Prozess und wir monitoren auch Qualität von Balen, Mahlgut, Schreddergut, alles, was eigentlich bei uns produziert wurde. Wir definieren den Rezeptoren und dann transferieren wir das bei uns in den Produktion. Mit den Jahren haben wir für uns eine, vielleicht eine schon bekannte Pyramide von Modifizierung von Material entwickelt. Und ich erzähle jetzt das ganz einfach. Es funktioniert nicht nur Material rein raus. Das war vielleicht vor 10 Jahren, jemand kauft uns das schon und was kommt drauf? Produzieren wir und geht's in den Markt. Es ist auch so, dass jeder braucht ein bisschen chemische Hilfe, ja, dass das funktioniert und ich mache das ganz platt. Ich bin auch nicht mehr 19, ja, und Jungfrau, nicht, dass ich das sein möchte. Und was tue ich, wenn ich mich schlecht fühle? Ich gehe in die erste Apotheke oder in die erste Drogerie. Ich kaufe ein bisschen Creme, ein bisschen Hautfarbe und so. Mache ich das alles auf meinen Körper, ja, bin ich nicht 19, aber ich fühle mich auf 25. Allerdings, ich bin schon in den Richtung 60. Und das ist genau das, wie funktioniert das auch in Kunststoff. Kunststoff beim Recycling braucht chemische Unterstützung. Und ich spreche jetzt nicht über chemischen Recycling, sondern Sie können doch nicht erwarten, dass die mechanischen Eigenschaften von degradiertem Material so sind wie in Materialien erstes Leben. Nein, er braucht ein bisschen Schlagmodifikator. Aber natürlich ist es extrem schwierig, das zu definieren, wann Schlagmodifikator, wann Polyethylen, wann Ethylen basiert ist. Können Sie dazu dosieren, aber dann können Sie Material nicht cracken. Bei uns im Prozess ist es so, wir haben 5 Stufen von Modifikation. In erster Stufe immer stabilisieren wir Material, in die zweite Stufe beeinflussen wir neurologischen Eigenschaften, in die dritte Stufe mechanischen Eigenschaften, in der vierten Stufe stabilisieren wir Material und in den 5. Stufen einfärben wir Material. Jetzt ist aber zu verstehen, dass unser Ausgangsmaterial grau ist. Grau, weil Material trägt schon die Pigmente mit und nicht grau, weil das wurde grau eingefärbt. Aber unser Grau, meine Damen und Herren, ja, wir haben nicht 50 Shades of Grey, wir haben 1000 Shades of Grey. Und mit diesen 1000 Shades of Grey müssen wir leben, weil wir müssen Kunden am Ende ein stabiles Grün liefern. Dem ist egal, was die Ausgangs von unserem Material ist. So, wir haben eigentlich den 5 verschiedenen Methoden. Erste Methode, ganz einfach, Einzelschnecke-Extrusion, produzieren wir nichts modifiziertes Material, rein, raus, verkaufen wir. Das ist heute eigentlich fast kaum, was bei uns im Portfolio steht. In zweiter Methode arbeiten wir auch mit einem ganz einfachen Einzelschnecken, natürlich einfacher. Ja, wir haben speziell designierten Schnecken und alles, was so in Recycling ja normal ist. Wir dosieren 1 oder 2 Additiven dazu. Aber in der Methode 3 nehmen wir erst produzierten, homogenisierten, entgasen Material und wir performen den ganz klassischen Kompoundierung. Und neulich haben wir eine, nicht neulich, sondern schon 3 Jahren, einen hocheffizienten Prozess, wo haben wir erst Einzelschnecke-Extruder, ja, wo Material nach der Vorhomogenisierung einfach extrudiert wird, entgast, infiltriert, läuft über eine Schmelzpumpe in einen Doppelschnecke-Extruder und wurde ganz klassisch kompoundiert, wie in jeder anderen Kompoundieranlage. Dieses Prozess hat selbstverständlich auch eine Online-Messung von Farbe, eine Online-Messung von MFR. Material wurde nachhomogenisiert und damit garantieren wir einen absolut stabilen Material. So, jetzt nur zu verstehen, was das heißt in Praxis. Wir haben 24/7 Produktion, wir haben aber auch ein 24/7 QS-Labor. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, wir wissen für jeden einzelne Tonne, für jeden einzelnen Big Bag, was in diesem Big Bag ist. Weil wir messen online MFR und Farbe beim Material, aber nicht nur das. Wir haben ein Rohstoff, so wir haben eine Quantifizierung von den Ballen vor unserem Prozess. So, wir wissen, was die Qualität von Ballen ist. Einmal kriegen wir Informationen von unseren Sortieranlagen, aber natürlich selbstverständlich, wie schon in jeder Familie ist, prüfen wir das auch nach, ob das so stimmt. Und dann, wir monitoren die Qualität von Separationsprozess.
Wir monitoren die Qualität von Mahlgut, von Schreddergut, von Mahlgut, von Granulat direkt online, aber auch beim laufenden Prozess. Und Material wurde beim Vorhomogenisierung getestet, beim Nachhomogenisierung getestet. Und das heißt, das ist ein extremer Aufwand in der Qualitätssicherung. Aber nur so funktioniert, wenn Sie konfrontiert sind mit einem sehr unstabilen Ausgangsmaterial. Was bedeutet das? Spreche ich jetzt nur kurz über die Farben. Wenn jemand erwartet 1000 Shades of Grey, aber gleich verteilt, das ist falsch. Wir haben im Sommer ganz andere Farben wie im Winter. Im Sommer ist Material dunkel, ja? Im Winter ist Material hell. Aber unseren Kunden ist das egal. So, das heißt, wir haben einen Trend von Bewegung von der Farbe, hat ganz gut funktioniert. Bis zum Corona. In Corona war das plötzlich von heute bis morgen komplett anders, weil plötzlich waren wir alle zu Hause und wir haben zu Hause gekocht. Ja, und es war anders so. Diesen Regel im Sommer dunkel, im Winter hell, hat nichts mehr funktioniert. Vielleicht zu Verständnis, warum beschäftigen wir uns nicht mit der Farbsortierung, ist einfach die Tatsache, Das sind die Werte von letztes Jahr. Ja, wir haben 35% Weißmaterial, wir monitoren dann. Aber es ist auch zu verstehen, Weißverpackung heißt in Extrusion noch lange nicht weiß. Weil sie haben nur ein kleines Label, das vielleicht blau oder schwarz ist und unser Weiß ist weg. So, das heißt, wir sprechen über einen sehr schwierigen Situation, so Sie sehen hier, wie das gemonitort wurde. Und dieselbe Situation ist es auch in den Fließbereich. So, das heißt, MFR von ein ganz klassisches Polypropylen hat noch von 5 Jahren Wert 10 beim 2,6 Kilogramm gemessen. Heute sprechen wir über einen durchschnittlichen Wert 15. Und das ist Konsequenz von der Tatsache, dass wir haben mehr und mehr dünnwändigen Produkten. Das heißt, denn alles, was Spritzguss ist, muss ein bisschen schneller fließen. Aber das ist Kunden, als ich schon sagte, eigentlich egal. Wir müssen das über Nacht eigentlich wirklich anpassen für die. Das ist so ein Teil von unseren Produkten. Wir produzieren für ganz verschiedene Bereiche. Ich kann Ihnen sagen, für wen produzieren wir nicht. Wir liefern nicht für verpackungswürdige Lebensmittel. Wir liefern nichts für den Spielzeugbereich, nicht für Medizin, nicht für Kosmetikbereich, Verpackung mit der Nick-Hauptkontakt, aber allen anderen Geschäftsbereichen beliefern wir. Und ganz vielleicht zum Ende, aktuellen Situation, Marktsituation, es ist das, was hatten wir uns immer gewünscht. Ja? Grundsätzlich können wir alles verkaufen, was wir haben, allerdings machen wir nichts. Wir verkaufen dann hochwertigen, speziell für Kunden produzierten Materialien. Und natürlich Nachteile sind, ja, wir versuchen immer ganz offen und ehrlich mit Kunden zu diskutieren, was geht. Wir haben kein lebensmittelechtes Material, wir haben kein transparent weiß, rubinrot, orange. Aber gibt es dann den anderen Farben? Und was betrifft die technischen Eigenschaften? Hier sind wir ganz gut in der Lage, fast allen Wünschen zu erfüllen. Die Vorteile sind, ja, wir mit unserem Ansatz können wir wirklich tailor-made Material produzieren. Und was jetzt nicht unbedingt nötig ist, hier noch einmal zu sagen, den Einsparungen von CO2 und Primarenergie im Vergleich mit Herstellung von Neuware, es ist eigentlich bis zum 60%, abhängig von was für eine Rezeptur produzieren wir. Und das ist auch ein, wie zuvor, ein Vorteil zum chemischen Recycling. Ich wollte jetzt nicht sagen, wir sind absolut nicht gegen chemischen Recycling, wir sind auch nicht absolut gegen Farbtrennung oder dagegen ein Fein, ja, Justierung von Material. Aber man muss sich immer fragen, was ist das, was wirklich nachhaltig ist. Und damit möchte ich auch wirklich beenden meine Präsentation, aber wir sollten uns wirklich fragen, müssen wir wirklich ein Lebensmittel echt recyceltes Material produzieren.
Könnten wir, müssen wir aber nicht. Weil wenn dieses Material ins Lebensmittelproduktion dann läuft, dann gibt es den anderen Bereichen, das müssen genauso oder wollen sie genauso mit Recyclingmaterial arbeiten, aber die wollen dann die Neuware nehmen, weil es ist nie genügend Recyclingmaterial. Und dann ist es die Frage, wie viel Energie, wie viel Material verlieren auf diesem Weg? Und jeder soll sich für sich selbst entscheiden, wie nachhaltig das ist. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist. So, ich bedanke mich für meine Kontaktdaten. Leider muss ich gleich